Ja, durch die Rüstung auch, ne? Durch die Rüstung mit Atomwaffen, ne? Es kann ja Ja. niemals im Sinne von Marx gewesen sein, einen Staat aufzubauen, der Nee. Atomwaffen produziert und sie gegen den Westen richtet, ne? Wir wollen die Köpfe der Arbeiter gewinnen, aber nicht sie töten. Ja, ich meine, mit Atomwaffen tötet man ja immer nur die Menschen, meistens natürlich auch die Arbeiter, weil es ja weltweit die absolute Mehrheit ist, ne? Also Ja, die Herrschaft der es Arbeiter sind wäre die fünf Diktatur der Mehrheit. bei uns und man kann sagen, in Japan, in Asien, schon 80% der Bevölkerung gehören zur Arbeiterklasse. Aber Arbeiterklasse ist ja nicht nur der Industriearbeiter, auch der Lohn. Buchhalter, ne? Der im Büro sitzt. Der auch. Kopfarbeiter nennt er es. Ja. Also Kopfarbeiter. die normalen Lohnempfänger. Ja. Genau. Denen gebührt das Sagen. Okay. Norbert, ich danke dir für diesen Podcast, wo du jetzt nochmal deine Philosophie, also deine Sicht des Marxismus oder die wahre Sicht des Marxismus nochmal hier gut erläutert hast in einer halben Stunde. Darf ich auch mal gerade noch ein bisschen filmen? Du hast noch zwei Bücher hier. So, da bin ich nochmal, ich bin gerade unterbrochen worden, rechtzeitig. Also ich bin noch bei Norbert Nelte. Und zum Schluss möchte ich noch, Norbert hat noch zwei Bücher geschrieben. Zum einen das hier. Norbert Nelte, Rosa Luxemburg, die Grenzen des Marktes und die Todeszuckungen des Kapitalismus. Da wird das Überproduktionsgesetz beschrieben und auch die Marktwirtschaft und wie die Arbeiterrätedemokratie entstehen kann. Das, wo wir gerade darüber Und geredet auch haben, nochmal mal ein gutes Buch. Norbert Nelte, Geschichte und Logik der Arbeiterräte. Denn es hat ja in der Geschichte auch schon vielerlei Beispiele von Arbeiterräten gegeben. vielleicht Sagst du noch mal, wo hat es denn jetzt überall Arbeiterräte in der Vergangenheit gegeben? Vielleicht noch mal gerade zum Schluss noch mal so ein Resümee, wo es überall Arbeiterräte gegeben ja, hat. zum Ersten Weltkrieg. Da haben die Leute noch gewusst, dass sie Arbeiterräte sind. In Ungarn, in Italien, eben auch in Deutschland, in 18, 19, Russland, ne? in Finnland. Aber seit Stalin 1924 die Macht übernommen hat, seit dieser Zeit wissen die Leute überhaupt nichts mehr Ja, von okay. der Die Räterepublik hat ja unter Räterepublik. Lenin am Anfang der russischen Revolution ja geherrscht in Russland. Ja. Ne? Ja, gut, alles klar. Wie gesagt, lieber Norbert, ich bedanke mich nochmal recht herzlich bei dir. Es Ja, hat mich gefreut. mich auch. Ne? Und dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Und ich sage auch, ich hoffe, ihr seid dadurch auch ein bisschen aufgeklärt worden, dass der Marxismus nicht eine Diktatur von oben ist, von einer Parteienkaste, wie es in der DDR und im Ostblock war, sondern ihr wisst jetzt, was wahrer Marxismus ist. Okay, alles klar, vielen Dank und auf Wiedersehen. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Zählen wir nicht. Sie haben Gefängniswärter und Richter, die viel Geld bekommen und zu allem bereit sind. Ja, wozu denn? Glauben Sie denn, dass Sie uns damit klein kriegen? Sie verschwinden und das wird bald sein, werden Sie gemerkt haben, dass Ihnen das alles nichts mehr nützt. Sie haben Zeitungen und Druckereien,
zu bekämpfen und mundtot zu machen. Ihre Staatsmänner zählen mir nicht. Sie haben Waffen und Professoren, die viel Geld bekommen und zu allem bereit sind. Ja, wozu denn? Müssen Sie denn die Wahrheit so fürchten? Wie sie verschwinden, und das wird bald sein, werden sie gemerkt haben, dass ihnen das alles nichts mehr nützt. Dass ihnen das alles nichts mehr nützt. Sie haben Tanks und Kanonen, Polizisten und Soldaten. Ja, wozu denn? Haben sie denn so mächtige Feinde? Sie glauben, da muss doch ein Halt sein, der sie die Stürzenden stützt. Eines Tages, und das wird bald sein, werden sie sehen, dass ihnen alles